Ball. Zu jeder Zeit, was immer kommt, in jedem Fall. Max aus Berlin, das ist ein echter Spray-Athener, Evergreen. Hoch! Das gibt's doch nicht! Das gibt's. Eine bodenlose Frechheit. Über das jeglicher Qualifikation hohnsprechende Spiel der Motortransmänner wollen wir lieber den Mantel des Schweigens breiten. Ich habe noch keinen Fußballspielermantel erlebt. Dagegen muss man der Frauenmannschaft von der gleichen BSG eindeutige Fortschritte bescheinigen. Was die Motorelfen am Sonntag gegen die Frauen von Chemie Welten boten, war technisch wie kämpferisch allererste Fußballklasse. Warum muss ich mir als gebildete Nation überhaupt mit so einem Schwachsinn beschäftigen? Die Zeitung wird abbestellt. Morgen, Kollege Baumann. Sind ja so früh heute. Ich sehe das mehr relativ. Sie nehmen genau 2 Minuten und 34 Sekunden zu spät. Na ja, schon gut. Ich mache Ihnen doch gar keinen Vorwurf. Schon gelesen? Den Bericht über das Spiel meiner Motorelfen? 9:1 gewonnen. Ergebnis wie beim Handball gewissermaßen. Ich lese morgens keinen Sport, das verträgt ich meine Jalle nicht. Passen Sie auf, ich lese es Ihnen mal vor. Hier, erst sind die Männer dran. Über das jeglicher Qualifikation hohn sprechende Spiel. Herr Sof, wir kennen das hier, Sülze. Gesüllt, sondern du musst dich doch aber bitten. Ja? Tatsache ist doch, dass sich unsere Männermannschaft zurzeit auf einer gewaltigen Talfahrt befindet. Ja? Wohingegen die von mir organisatorisch betreute Frauenelf eindeutig. Frauen im Fußball, die halten noch ein Libero für eine Fassbrause. Also diese Haltung muss ich doch gewissermaßen als sehr rückständig bezeichnen. Eines Tages werden aber auch wir Frauen die letzten Zweifler besiegt haben. Und zwar durch Leistung, das war schon immer mein Prinzip. Unbedingt. Kollege Schraps, Ihre Leistung als neuer Leiter ist doch ja nicht einzuwenden. Obwohl Erna Mischke... Also werfen Sie mir nicht dauernd diese Frau Mischke ins Getriebe, das ist unfair. Ich hab da nur gesagt, sie war anders, nicht besser, hat ihm jeder seine Macken und sie haben ihre. Unbedingt, ja. Was ist denn das? Tante Paula. Kenn ich nicht. Kollegin Zipfel, unsere neue Kraft. Ach so, ja. Ein guter Griff war das. Bin sehr zufrieden mit ja, ihr. War ja früher mal Telefonistin, bevor sie als Putze zum Theater ging. Ach, daher. Neues Büro, neuer Staubsauger. Kollege Schraps hat Sie mir aber erschrocken. Sie haben mich erschreckt. Was denn, ich ihn auch? Mit dem Ding, wa? Naja, ist ja auch mit Elektrik. Elektronik? Ja, damit auch. Außerdem frisst er sein eigenes Kabel. Ja. Und sucht sich den Staub alleine. Na prima. Ihr Platz ist nämlich hier am Telefon und nicht auf die Auslegeware von unserem Leiter. Was sagen Sie zu dem Mann? Hm? Ja, da hat er gewissermaßen mal recht. Mal? Wie so oft meine ich natürlich, ja. Frau Zipfel, Sie sollten wirklich nicht so oft bei mir saugen. Naja, es war ja früher nun mal mein Beruf und manchmal, da juckt es mir eben immer noch in die Finger. Vor allem mit dem neuen Gerät und seine, wie hieß das? Elektronik. Ja, also wenn Sie sich dafür interessieren, will ich Ihnen gerne mal ein mikroelektronisches Bauelement erklären. Ach ja, rasend, rasend! So vergeht auch die Zeit. Also nehmen wir an, ich habe zunächst mal eine Scheibe. Das haben Sie gesagt. Ich meine natürlich eine Siliziumscheibe. Das heißt nicht Silizium, das heißt Silenzium. Jawohl! Und das ist eine Insel im Mittelmeer, habe ich aus Kreuzworträtsel. Ein Glück, dass die Mikroelektronik in den nächsten Jahren für unser Büro noch nicht effektiv wird. Was wollen Sie damals zum Ausdruck bringen? Telefon. Ja, hier, bitte. Ja. Wer liegt Transporte, Zipfel? Was?
Nee, den haben wir hier nicht. Nee. Da ist einer dran, der will den Kollegen Servus sprechen. Was Servus? Das ist für mich mein Faulheim. Ja. Oder? Ja, ich mach Na, doch. Na, du mach doch schon. Ja, ja. Aber was? Servus, Servus. Ja, ja, Igen. Ja, Servus, ja, Budapest. Budapest, das ist für mich. Was? Bist du das? Bist du das, Onkel Jenny? Androsch, kenn ich nicht. Was ist das? Ach, Kollegin Schraps, ja, der ist hier, ja, bitte, für Sie. Ja, ich spreche in meinem Zimmer, ja, stellen Sie durch. Ja, ja, ja. Hallo, hören Sie, Moment mal, ich verstelle ihn. Nee, ich binde ihn durch, ja? Jetzt hat er auch noch was von Filzlatschen gesagt. Das heißt, wie so ein Latterschuh bedeutet auf Wiedersehen. Aha. Paula. Hm? Was hat denn der Schraps mit Budapest zu tun? Erwin Schraps ist ein Mann, der hat seinen Fuß in jede Türe, nicht? Der hat internationales Fludium. Bloß von Fußball versteht er nicht. Naja, das möchte ich ja nur nicht sagen, nicht? Ist doch mit seinen Elfen ganz groß rausgekommen. Steht so ja heute gedruckt in der Zeitung. Hier, kick mal. Dreimal habe ich das schon gelesen. Und du glaubst, du verstehst was davon, ne? Noch nie einen Ball vor der Beine gehabt, aber so eine Klappe hier. Vor der Beine nicht, aber am Kopf. Neulich beim Freundschaftsspiel gegen Rotation. Was? Naja, als Zuschauer. Ne? Das erklärt manches. Oh, Mensch, mach das. Der spricht ja immer noch. Solange die das Gespräch in Korinthen bezahlen, kann uns doch das egal sein. Jedenfalls sind Schrapses Elfen nur was geworden, weil sie Mario als Übungsleiter abgeworben haben von der Männermannschaft, ja. Na, ich denke, Mario ist freiwillig rüber. Freiwillig, ja. Seitdem Monika auch bei Schraps spielt, was blieb denn ja weiter übrig, wa? Ohne den Jungen würde doch von den Mädels kein Mensch reden, weil ich mal die Presse, Paula. Paula, glaub mir, Mensch, ich bin 25 Ja. Jahre. Ich bin 25 Jahre beim Vorstand von IBSG. Ich weiß was von Fußball, Mensch. Ich weiß, wie man das spielt. Ihr habt alle keine Ahnung, Mensch. Ich will da mal was sagen. Ja. Ich hab auch noch nie in kochend Wasser gesessen und weiß trotzdem wie eine Woche, wo Scheiß wird. So, und jetzt hier Kaffee holen. Ja, mach mal was. Für Kollegin Schraps. Ich sehe deutlich vor mir, wie du mit deinen Luxuskörpern in kochende Wasser rumturnst. So, jetzt geht Maxe zum Frontalangriff über. Hier, so klein wirst du werden, Kollege Schraps, wenn er erfährst, was Maxe alles eingefädelt hat. Maxe bleibt am Ball, so lautet die Devise, ja. Die Devisen. Franz? Ja? Du, hier ist Maxe, du. Ist Kalle mit die Ladung Bananen raus für die Kinderheime? Ja, 6 Uhr vom Hof. Danke, Ende, Küsschen. Ja. Ja, was ist? Ja, Baumann. Was heißt denn hier auch? Ach, Hertha, du bist. Hört sich an wie Adele Sandrock. Ich habe aber wenig Zeit. Was ist los? Ein Telegramm? Aus Ungarn ein Telegramm? Mensch, das ist von Onkel Jönel. Nein, psst, nicht vorlesen. Ja, Moment, bleib mal dran. Hertha, na nein, nicht vorlesen. Natürlich ist die Leitung in Ordnung. Kollege Baumann? Ach, Sie telefonieren gerade. Ja, Kollegen, wie gesagt, das Papier, von dem wir eben sprachen, ja, das bringen Sie bitte sofort hier zu mir, hier persönlich, und tun es in einen kuvertierten Umschlag, ja. Ja. Bitte, ja, ich verbitte mir also weitere Diskussionen das Ende, ja. Also. Wie gehen Sie denn mit den Leuten um? Das waren keine Leute, das war meine herrliche Kollegin hier von der Lagerverwaltung. Ich wusste nicht, wie man einen Lieferschein konzipiert. Also, das machen Sie das nächste Mal aber etwas höflicher, ja? Ich bin mal rasch bei der Ferienkommission. Was, wollen Sie schon wieder in Urlaub? Nein, ich nicht. Ich will mich da nur mal erkundigen, ob, sagen Sie mal, dieses umgebaute Ferienhaus in Moritzhagen sollte doch dieser Tage fertig werden.
Weil der nicht meine Frau vor 2 Jahren an Betrieb verkauft hat? Ja, Haushärter gewissermaßen. Na ja, da sind die Freitag sind die Handwerker raus. Am 15. Juni sollen die schon die ersten einziehen. Ich meine, warum fragen Sie? Nur so, reine Routine. Reine Routine? Der führt doch was entschieden, Mensch. Moment mal, heute ist der 10. Mai, da kann da na ja keiner da wohnen. Ja, hier ist Baumann, ja. Elfriede, Mensch, was machst du denn beim Feriendienst, was? Na, das ist, ja, du pass mal. Ja, ach nee, du, Elfriede, Mensch, du lass mir doch Oma hier, Mensch, Max, also pass mal. Du pass mal auf, mein Chef, der kommt gleich zu dir. Ja, ich glaube, der will einen Platz in Moritzhagen, in das neue Haus. Ja, du weißt doch, dass ich mit meiner Hertha am 20.07. da fest gebucht habe. Und wir wollten gern alleine, ohne vorgesetzte Behörde. Mensch, wirst du raffiniert. Also, warte mal, auf den wir uns richtig verstehen. Wenn der Schraps kommt, den ganzen Sommer ist das Haus bereits belegt. Ja. Prima, Elfi. Ja, danke. Küsschen. So. Morgen, Opa Maxe. Ich wollte dir nur sagen. Mario, du sollst mir im Betrieb nicht immer Opa nennen, das macht mir älter, als ich aussehe. Schließlich wirst du in ein paar Tagen 70. Ja, Mensch, erzähl das bloß geben. Sonst fangen sie wieder an mit Schonung und die ganze Kaleika und so. Sag mir lieber mal, wann du wieder zu unserem Fußballer zurückkommst. Du weißt doch, Monika. Ich würde gerne. Du würdest gerne, ja. Fühlst da wohl bei den Mädels als Hahn im Korb, oder? Aber was aus die Sportsfreunde inzwischen wird, das ist dir natürlich Piepe. So ist das bestimmt nicht. Na, aber. Naja, vielleicht könnte ich einmal in der Woche. Einmal in der Woche genügt nicht mehr, Junge. Die spielen im Augenblick so bescheiden, dass selbst der Artikel ja noch die reinste Lobhudelei ist, Mensch. Der Vorstand hat entschieden, dass ich mich verstärkt um die Frauen kümmern soll. Sag mal, kannst du denn da nicht mal auf den Putz hauen? Ich? Ich bin zwar noch Ehrenmitglied, aber auf so einen ollen Mann, da hört doch keiner mehr. Die Mädels bringen jetzt die Erfolge, verstehst du denn? Das ist was Neues, da pumpen sie alles rein, ja, ja. Das stimmt, ja. Du, die haben letzte Woche schon wieder neue Jerseys gekriegt. Da bitte, hast du, ja. Aber ich sag dir, Max bleibt am Ball, ja. Ich werde dafür sorgen, dass sich die Männer wieder emanzipieren. Ja. Hoffentlich klappt's. Weißt du, mir wäre am liebsten, wenn beide Mannschaften Erfolg hätten. Mario, die Männer müssen besser sein, das war schon immer so. Vieles war schon immer so und ist plötzlich ganz anders. Naja. Weshalb ich eigentlich hier bin. Der Barkas hat einen Schaden an der Lichtmaschine, dauert bis morgen Abend. Deshalb übernimmt Heinz mit W50 die Tour, war bloß damit ihr Bescheid wisst. W50? W50, Heinz, die nächste da. Sag mal, du, Maxe. Hm? Was ich dir eigentlich sagen wollte. Hm? Grüß dich, Oma Hertha, Mensch. Ihr kommt doch Sonnabend zum Kaffee, nicht? Na klar. Maxe? Ja? Ich sag's dir am Geburtstag, wa? Ja, ja. Sag mal, Maxe, was sollte denn der Unsinn eben am Telefon? Psst! Hertha, von dem Telegramm darf hier keiner was erfahren. Ja, und warum nicht, wenn ich fragen darf? Liebe Hertha, mal eine Geschichte aus dem Leben. 2 Cowboys reiten über die weite, weite Prärie. Plötzlich kommt ein Dritter. Ja, ich weiß, der wusste zu viel. Ja. Ist ein uralter Hund, Maxe. Aber immer wieder treffen. Ja. Meine Kinder haben nun. Ach so, ja, im Umschlag wie befohlen. Kuvertiert. Na, was hier? Schicke ich. Hervorragendes Trainer, Name ist Notch. Bedingung ist, jetzt kommt der Pferdefuß. Dann liest doch erst mal weiter. Also, Alter, das machen wir doch nicht ganz. Mensch, du gehst doch selber, wie man natürlich einmal studiert hier. Bedingung ist eine Wochenende Urlaub in eure Ferienheim. Dann macht 2 Wochen Training mit Mannschaft. Bitte sofort Nachricht, wann und wohin euer Gast soll reisen. Ich küsse euch alle, Onkel Jenny. Ja, es muss ja ein Vermögen gekostet haben. Die Küsse hätte er sparen können. Ja, aber Mensch, das läuft alles ganz prima, Hertha Maus. Aber Schweigen ist Jold.
So deine Geheimniskrämerei immer. Sag mal, der Trainer ist doch für die Frauenmannschaft, nicht? Na, verdient hätten sie es. Das war am Sonntag ein klasse Spiel. Ich glaube, ich fieber. Warst du etwa dabei? Na, selbstverständlich. Mit Walli und Tante Paula, während ihr Skat gespielt habt. Ach, Max, wie unsere Monika in der 18. Minute den Kopfball von der Doris Schmidt mit ihrem gefürchteten Hackentrick zum 3:0 verwandelt hat. Das war Oberliga-reif. Hertha, ich danke für das Gespräch. Ich habe noch zu tun, dienstlich. Und noch einmal, zu keinem Menschen ein Wort. Auch nicht zu deiner Vereinsfreundin, Walli und Paula. Na ja, ich kann ja verstehen, dass es eine Überraschung sein soll. Hertha, ich bin noch im Dienst. Tschüss. Hackentrick. Jetzt lauert der Gegner so ja eine eigene Familie. Meine Hertha hier zum Fußball, in was für eine Welt bin ich geraten. Was? Ja, wer? Baumann. Ja, was? Elfriede, ja? Du, ja. Ja. Was denn, hör ich richtig? Wat? Moment mal. Schraps hat einen Platz. Für zwei Tage bestellt? Gast der Betriebsleitung? Wo denn was? In Auenthal? Aha. Aus wo? Aus Ungarn? Soll im schwarzen Hirsch wohnen. Wie heißt er? Notch. Danke. Küsschen. Das spricht Bände. Schraps hat Wind gekriegt und will mir den Ungarn Unna wegschnappen und dann ab mit ihm in die Damenriehe. Aber da macht Maxe nicht mit. So. Mein Maxe! Ein Glück, dass ich dich alleine antreffe. Doch, ich ahne es. Marlene, komm, setz aber schön. Hier. Und schön ruhig. Also endlich mal ein ruhiges und vernünftiges Wort. Ja. Von einem wirklichen Menschen. Ja. Wann ist das denn rausgekommen? Heute früh. Da fand ich den Brief. Wie viel Miese hast du? Also jetzt verstehe ich dich nicht ganz, mein Maxel. Du hast doch Inventur gehabt. Ach, das meinst du? Ach, mein Maxel, das ist es doch gar nicht. Ach, bei der Inventur, du, da hatte ich sogar ein kleines Plus. Ich habe ein richtiges großes Lob gekriegt. Warum heulst du denn hier rum? Siehste, du weißt eben doch nicht alles. Hugo ist weg. Mensch. Wenn weiter nicht ist, der kommt doch wieder. Na, eben nicht. Eben nicht diesmal, da ist es für immer. Hier in den Brief. In den Brief hier da. Mein Gott, wo ist denn nur der Wisch? In den Brief da steht's. Moment mal, ich finde gleich die Stelle. Moment. Hier. Ich hätte seine kadermäßige Entwicklung gehemmt. Nun, du fragst dich mal allen Ernstes, mein Maxel. Wo wollte sich denn der Mann in seinem Alter noch hin entwickeln? Kannst du mir das vielleicht mal sagen? Ja. Und ausgerechnet ich soll ihn auch noch gehindert haben, wo ich immer die Güte in Person war. Also ehrlich, nach rein pädagogischen Grundsätzen bin ich vorgegangen. Ach was, ich war halber Pestalozzi. Sag mal ehrlich, der Mann, der hat es doch wirklich gut bei mir, oder? Nur sag mal du. Nee, also sag mal nicht, du bringst mich sonst aus der Fasson hier. Ich gehe sonst aus dem Leim und das muss immer raus. Du, apropos Leim. So ein kuscheliges Nestchen, das findet der Mann doch in seinem Leben nicht wieder, oder was, oder wie? Aber was macht mein Hugo Krüger? Auf und davon macht er sich. Aber nun sage doch einmal was. Nur wirklich, du sitzt immer nur da und schüttelst mit dem Kopf und wiegst dein weißes Haupt. Aber warte mal, wirklich ein Wort des Trostes, das findest du nicht. Mensch, das ist so schwer. Ja, freilich ist es schwer.
Und am schwersten, da ist es immer für den, der alleine zurückbleibt. Und wer ist das wieder mal, mein Maxl? Ich. Ich bin wieder mal die Dumme. Und was hab ich nicht alles in den Mann investiert? Ach, was regelrechte Opfer habe ich ja gebracht. Alleine 4 Jahre hatte ich dieselbe Haarfarbe. Nee, ich darf gar nicht dran denken. Das ist gut. Sag mal, ich höre wohl nicht richtig. Was findest du daran gut? Ja, nicht daran denken. Das ist leicht gesagt, mein Maxl. Aber wie? Mit die 3 großen A's von Maxl Baumann. Arbeit, Aufgaben, Ablenkung. Hast du am Wochenende Zeit? Eigentlich nicht. Es sei denn, wenn ich mir eine Vertretung besorge. Warum denn? Mensch, du fragst aber warum und wieso. Ich brauche dich. Du brauchst mich. Ach, mein Maxl, das ist natürlich was anderes. Und wo denn? Du warst ja schon wieder. Also entschuldige, das sind wirklich nur meine Nerven. Marlene, ich habe eine geheime Mission. Maxl, na das ist doch meine Spezialstrecke. Sage mal, und wo? Kannst du dich erinnern, du? Kannst du dich erinnern? Voriges Jahr der Maskenball, da haben wir beide doch alles organisiert. Und da hat mein Hugo noch gesteckt. Aber für unsere Liebe war das der Anfang vom Ende. Marlene. Was ist denn? Marlene, könntest du so eine Art Empfangsdame spielen? Spielen? Ja. Also mein Maxl, ich bin die geborene Empfangsdame. Selbst vor kleinem Trinkgeld würde ich im Notfall nicht zurückschrecken. Marlene, du bist mein Mann. Wir fahren am Wochenende zur Ostsee. An die Ostsee? Du, das klingt ja gar nicht so unübel. Oh mein Gott, was zieh ich denn da an? Darüber reden wir noch. Zuerst mal eins, es handelt sich um Fußball. Also Fußball, du. Also das klingt doch wieder nicht so gut, weißt du? Also für Fußball, da habe ich absolut kein Feeling. Du sollst doch ja nicht spielen. Du sollst bloß einen übereifrigen Fußballer aufs Kreuz legen. Aufs Kreuz legen, Maxl. Symbolistisch. Ach so. Also das traue ich mir noch zu. Da komme ich mit. Marlene, alles Weitere heute Abend im Lindeneck, aber unter einer Bedingung. Also mein Maxl, unter jeder. Zu keinem Menschen ein Wort. Also das sind doch wieder ein bisschen schwer. Ja. Na, aber gut. Ja. Gut, weil du es bist. Ich verspreche es, mein Maxl. So, und jetzt will ich gleich mal sehen, dass ich mir eine Vertretung besorge. Und da gebe ich dir nachher noch mal... Ich gebe dir noch mal Bescheid, ne? Am besten ist, ich komme gleich noch mal her, ja. Ne? Bis gleich. Ja. So, was war denn? Ja. 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 Ja, Inge. Inge, du pass mal auf, hier ist Baumann, du mal dienstlich. Sag doch den Direktor, der ungarische Jas soll nach Moritzhagen anreisen. Nee, nein, eben nicht nach Braunthal. Ja, das hat sich geändert, die Konspi. Ja, ja, gut, Küsschen. So, und jetzt noch ein Telegramm an Onkel Jönne, damit wir ganz sicher gehen. Warte mal, hier, also. Erwarten Trainer Notsch, Sonnabend. 15. Mai in Moritzhagen, Ferienhaus Hertha, Küsschen. Und inzwischen kann Schwabs in Auental warten, bis er schwarz wird. Guten Morgen, Papa! Na, Papa, du siehst ja so vergnügt aus. Ach, ihr... Ich bin beschäftigt. Wir wollten dir gerade eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht bringen. Da kannst du uns doch wohl mal einen Moment zuhören. Ich bin aber sehr in Eile. Habt ihr denn heute frei? Meine Boutique öffnet erst um 10. Und ich bin beim Friseur. Während der Dienstzeit? Na ja, nachdem mein Chef seine Sekretärin wöchentlich 2-mal während der Arbeitszeit zum Friseur gehen lässt, gehe ich alle 2 Monate 1-mal. Da prima Zustände.
Außerdem war ich heute auch noch in kosmetischer Behandlung. Und warum bist du nicht rangekommen? Richtig, Papa. Immer gib's ihm. Er ist ja so eitel neuerdings. Ich war ja zur Pediküre. Aber jetzt lass mich auch mal zu Worte kommen. Weißt du nämlich, was wir beschlossen haben? Ich bin sicher, Walli, du wirst es nicht lange für dich behalten. Sag du es ihm, du bist schließlich der Sohn. Ja, ja, Papa, weißt du, es ist folgendermaßen. Walli meinte, damit Mama nicht so viel Arbeit hat, meinte Walli... Mensch, Junge, mach das nicht so spannend, wir essen zeitig. Also kurzum, wir haben beschlossen, dass du am Samstag deinen 70. Geburtstag bei uns begehst. Da freust du dich, Papa, was? Aber natürlich freut er sich. Jetzt zeig aber auch mal, dass du dich so richtig freust. Kommenden Samstag? Na ja, am 15. Oder hast du etwa deinen eigenen Geburtstag vergessen? Nee, das heißt aber... wie soll ich euch das erklären, Kinder? Also, Samstag kann ich nicht. Soll das ein Witz sein? Wieso kannst du nicht 70 werden? Das geht nicht. Das geht nicht, mein Junge. Wir müssen die Sache um eine Woche verschieben und zwar nach hinten. So. Aber das ist doch nicht dein Ernst. Einen 70. Geburtstag verschiebt man doch nicht. Und schon gar nicht nach hinten. Also, Papa, da muss ich Walli ja ausnahmsweise mal recht geben. Kindermensch, das lässt sich wirklich nicht machen. Eine Sache von äußerster Wichtigkeit, sozusagen im öffentlichen Interesse, wa? Aber du gehst doch neuerdings zum Wochenende sowieso zum Fußball. Was? Na, das ist mir ja ganz neu. Also jetzt hört aber auf! Du? Was kann denn wichtiger sein als Papas großer Ehrentag? Aber so ist das ja immer. Man tut und macht und rackert sich ab, um anderen eine Freude zu machen. Und was ist der Dank? Ein Fußtritt, weiter nichts. Man darf eben auch nicht immer an sich selber denken. Ich und an mich selber denken. Horst, hast du das gehört? Ja. Jetzt hau aber mal auf den Putz! Papa. Papa, weißt du, ich... Sag, gehst du wirklich zum Fußball? Und wenn? Ist das alles? Mehr hast du nicht zu sagen zu diesem eklatanten Vorfall? Ich und an mich selber denken, das ist ja wohl der Gipfel. Also wenn ich sowas höre, dann kann ich einfach Wut an die Decke gehen. Aber ich bin... Moin. Was wollen Sie denn hier? Sehen Sie denn nicht, dass Sie eine intime Familienszene stören? Machen Sie doch Ihre Szenen, wo Sie wollen. Das hier ist meine Produktionsstätte. Ja, da hat sie recht. Tag, Tante Paula. Du gibst ihr auch noch recht? Ja, hat sich denn alles gegen mich verschworen? Sagen Sie mal, was brüllen Sie eigentlich in unserem Büro rum, als ob Sie hier zu Hause wären? Also erstens, brülle ich nie? Und zweitens, wann und wo es mir passt? Walli, bitte mäßige dich. Ach, macht doch, was ihr wollt. Alle sind wieder mal gegen mich. Ich habe für euch einfach ein viel zu gutes und zu weiches Herz. Liebes. Aber das kommt davon, wenn man es allen Leuten recht machen will, dann wird man einfach unter den Teppich gefegt. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Oh. Papa, ich hoffe, du kannst dein Verhalten noch erklären, bevor... Was bevor? Bevor du 70 wirst. So. Und jetzt frage ich Walli, ob sie beim Fußball war oder nicht. Und wenn sie bloß auf Union steht, dann kann sie was erleben. Sie wird zittern vor Angst. Das will ich hoffen. Tut mir ja leid, Maxe, dass ich dein gemütliches Familientreffen unterbrochen habe. Ja, ist ja schon gut. Halt, Hände weg, das ist Leitungskaffee. Also, wisst ihr, du schmeckst mir aber immer besser. Ich hab mir hier die Stellung besorgt wegen deinem Kreuz, warum du fährst bei ihr mit die Fußballbienen und dem sei ihr immer im Rücken hier. Das magst du aber doch nicht so gemein. Na ja, ist doch schon gut, Mensch. Der Transporte Zipfel, ich höre. Was? Das gibt's ja wohl nicht.
Na, hören Sie. Paula, also, verlieb doch mal hier. Das ja. Bist du ja ja nicht kompetent. Ja, ich ja. Ja, was? Hallo? Ja, ihr Baumann, was? Schulze 2 aus Gera. Was, mit dem Sattelschlepper? Ja, die Rückfuhr beim Großhandel ist noch nicht klar. Was, geben Sie mal kann her. Erst übermorgen zurückfahren? Geben also, Sie mal her. Was, bitte? Ja. Also, das ist ja auch... Kollege Schulze? Ja, hier schlafen. Ja, Sie fahren doch nicht vom Hof ohne ausdrückliche Weisung von mir. Jawohl, ja, ich wäre das Ende. Na, das wollen wir doch mal sehen. Verbinden Sie mich mit dem Großhandel in Gera. Ja, Direktion. Jawohl, der Kaffee ja, bitte her. Ja, danke. Danke, danke. Dem werde ich mal zeigen, wo Bafel den Kaffee holt, den Most. Ja, machen Sie rasch und stellen Sie dann durch. Ja, ja, ich habe ja schon den Daumen am Abzug gewissermaßen. Moment mal, Großhandel Gera. Mein Wechsel, es klappt. Psst. Ich habe eine Vertretung. Jetzt nicht. Ja. Guten Tag. Tag, meine Frau Zipfel. Na, haben wir uns denn schon eingelebt? Besetzt. Sie vermittelt gerade ein Ferngespräch für unseren neuen Leiter. Ja, was ist denn? Kommt nun Gera oder nicht? Gera? Sagten Sie Gera? Ja. Ich komme direkt aus Gera. Ach, fein, dass Sie gleich selber kommen. Ja, aufs Telefon ist ja auch kein Verlass. Kriegen wir nun die Container heute oder nicht? Container? Ja. Da bin ich im Moment ein bisschen überfragt. Mein Maxi, kannst du mir da mal... Ja, das ist hier also, das ist unser neuer Leiter, der Kollege Schraps. Schraps? Ja. Richtig, wie Schraps hat einen Hut verloren? Also das finde ich drollig. Das ist hier meine bekannte ehemalige von Marlene Kleinschmidt. Ja. Ach, richtig, Marlene? Wie die Dietrich? Genau. Ja. Dann entschuldigen Sie bitte vielmals. Ja, oh, die Freude ist ganz meinerseits, Herr Schraps, aber einen kleinen Container habe ich im Moment wirklich nicht für Sie. Wissen Sie, ich bin nämlich hier nur bei vorbeigekommen beim Max, weil wir wollen am Wochenende, da wollen wir so einen übergeschnappten Fußballer aufs Kreuz legen. Lassen Sie doch originelle Idee, Fußballer aufs Kreuz legen, ja. Und Sie als Dame wollen das machen? Naja, symbolisch, nicht? Na, ich weiß ja nicht. Haben Sie Gera immer noch nicht? Ja, ich sehe mal ja schon den Finger. Wunderbar! Gera, den Direktor, bitte. Ja, ja, hier Schraps Berlin. Ich höre da gerade, dass unsere Container noch nicht aufgeladen werden können, weil das Sortiment nicht vollständig ist. Bitte? Interessiert mich nicht. Nein, nicht die Bohne. Wir werden Ihnen für die Zeit bis zum Verladen eine niedliche kleine Vertragsstrafe aufbrummen. Eben die Summe kennen Sie ja. Nein, der Sattelschlepper fährt nicht leer zurück. Oder glauben Sie, ich habe eine Ölquelle im Garten? Wie? So, in 2 Stunden Abfahrt bereit? Bitte, das ist ein Wort. Sehen Sie, so macht man das. Gewusst wie. Oh. Frau Zipfel zum Diktat. Ja. Frau Marlene hat mich wirklich gefreut. Ganz meinerseits, Herr Schraps. Der wird sich noch mehr freuen, wenn er merkt, dass Paula kein Steno kann. Ja, so ein sympathischer und dynamischer Mann. Also wie der die Sache hier angepackt hat, mein lieber Schieber. Da raucht es aber im Karton. Sag mal, und sowas Rassiges, das ist nur dein neuer Chef. Nee, das ist bloß der übergeschnappte Fußballer, den du aufs Kreuz legen sollst. Ja.
Aber, Papa, was wir hier machen, das sind Dinger. Wieso? Was wir hier machen, ist nicht ganz legal. Junge, als Schiller seine Räuber schrieb, da war das ohne legal und heute ist das ein Welterfolg, der wacht, gewinnt. So gesehen bewundere ich dich. Ja, das hoffe ich, Junge. Aber ich bewundere vor allen Dingen wie das Hausmensch, wie sie das hingekriegt haben. Oder siehst du sowas nicht? Doch, doch, das ist kaum wiederzuerkennen. Mensch, manchmal tut es mir direkt leid, dass Mama das damals verkauft hat. Ja, aber sieh mal, jetzt hast du doch auch etwas davon. Es kommt dir doch wieder zugute, könnte man sagen. Uns, Junge. Uns und unsere Fußballer. Ja. So. Wo bleibt denn Marlene? Marlene, bist du da? Ja. Also ich habe noch mal die herrlichen Rosen bewundert. Die werden bald blühen. Bei Nacht? Und auch hier drin? Hier drin gefällt mir alles sehr gut. Du, Papa, wenn Walli erfährt, dass ich hier mitmische, dann droht sie mir bestimmt mit Scheidung. Vielleicht hast du Glück und sie macht diesmal ernst. Mein Maxe, wie redest du denn über sowas? Ja, was? Ist ja schon gut. Wer so, Marlene, kennt hier, das ist also dein Revier hier. Ja, hier, ja, werde ich jetzt gleich mal Stellung beziehen. Ja, und in der Zeit sind Schraps in Auental und wartet auf seinen Umhang. Oh, mein Maxe, wenn das bloß alles gut geht. Keine Bange, Maxe hat es fest im Griff. So, Junge, wir gucken uns jetzt mal oben die neuen Zimmer an, ja? Gut. Ja, ja. Was? Na, nun, na, hier. Na, hier. Ja. Ach so, ja. Mein Gott. Ich lasse mich aber auch immer wieder auf Sachen ein. Dabei, wenn ich bedenke, wie mir dieser Hugo mitgespielt hat, da kann ich direkt ein bisschen Abwechslung vertragen. Und außerdem, ich helfe direkt dem Fußball wieder auf die Beine. Mein Gott, jetzt geht das schon los. Ja, Haus Hertha. Nein, hier ist nicht Hertha. Nein, hier ist Marlene. Soll ich immer was sagen? Hier ist überhaupt noch keiner wieder. Das ist direkt eine Frechheit. Ich bin noch nicht mal fix und fertig und da rufen die schon an. Also ich weiß nicht. Ist vielleicht doch drei Nummern zu dicke, wa? Obwohl, es gibt mal direkt was Jugendliches. Fast möchte ich sagen, was Keckes. Also wieder nur auf oder ab. Also irgendwie, da gefall ich mir. Das kannst du laut sagen. Ja, irgendwie, da... Meine Hertha! Na sag mal, meine Hertha, wo kommst du denn her? Nur durch die Tür. Und jetzt erzähl mir bitte mal, was hier gespielt wird. Aber natürlich erzähle ich dir, was hier gespielt wird. Das kann ich nicht, meine Hertha. Ja, und warum nicht? Weil ich sonst nicht mehr die geeignete Frau bin. Ach, und für wen? Für deinen Mann. Was? Ne, ich meine hier, für diese Aufgabe, weißt du? Ich habe das geschworen, so. Meine Hertha. Dann lies mal bitte hier diesen Brief. Ja, wenn du meinst, bitte. Liebe Hertha Maus, ich muss umgehend heimlich verreisen. Es hängen Leben sowie Tod davon ab. Davon hat er mir gar nichts gesagt. Na, weiter, lies weiter. Also ein guter Verwandter fährt mich mit dem Auto an einen unbekannten Ort. Das ist ja wieder etwas übertrieben. Also, so musst du diesmal meinen 70. Geburtstag mal alleine feiern. Denn den Zug, der 18:28 Uhr ab Lichtenberg, Bahnsteig B, Gleis 4 fährt, wirst du wohl nicht mehr erreichen. Alles Liebe, dein Olla Maxe. Also ohne Frage. Das ist ein ganz rührender Brief. Ja. Und wie bist du nun hierher gekommen? Naja, mit dem Zug 18:28 Uhr ab Lichtenberg. Es war ja noch massenhaft Zeit. Ja, das meinte Maxel auch. Mein Gott, das sollte ich dir doch gar nicht verraten. Also dieser alte Halunke. Du. Das ist aber sehr hübsch hier geworden. Ja, mir gefällt's auch. Alleine hätten wir das nie geschafft. Mhm. Wo ist er denn jetzt? Maxel? Ja. Du, der ist im Moment oben und guckt sich die renovierten Zimmer an. Du, aber meine Herren, ich flehe dich an. Verrate mich nicht. Ja, und du verrate mich bitte auch nicht. Ich gehe inzwischen so lange da hinein. Ist gut. Ach, also diese Last der Geheimnisse. Es
wird mich schwaches Persönchen noch erdrücken. Schon wieder ein Ferienheim Haus Hertha? Ja, die Rezeption. Bitte, wer spricht? Ach du liebes Bisschen. Ja, bitte, und wen möchten Sie gern? Ja. Einen Moment mal bitte, ich schaue mal nach. Maxel? Ja, Mann. Herr Baumann? Was ist denn? Sag mal, Maxel, bist du zu sprechen? Du, da ist der Indianer in der Leitung und will mit dir reden. Du meinst ein Ungarn? Nein, nein, ich meine einen Indianer. Er sagt, er wäre der schwarze Hirsch. Mensch, Marlene, weißt du denn in mir? Auental, Silvester, schwarzer Hirsch, na? Bin ich zu Hause. Gut, ist richtig ja, aus. Ja. Hallo? Hallo, roter Bruder, hören Sie? Nein, leider. Herr Baumann ist leider erst Silvester wieder da. Ja. Bitte? Einen Moment mal bitte. Ob ein Gast aus Ungarn eingetroffen ist? Nein, wird auch nicht erwartet. Hören Sie bitte? Nein, leider. Es ist kein Ungar eingetroffen. Nein, und das haben wir auch gar nicht anders erwartet, sagt Herr Baumann. Wieder. Na, wie war ich? Umwerfend. Tja, mein Maxel. 20 Jahre Hotelfach. Da hat man es oder man hat es nicht. Wer da noch nicht gelernt hat, die Leute zu verwirren, der lernt es nie. Sag mal, Lene, war schon... Irgend sonst jemand hier, oder? Ja, eben, deine Frau. Was? Ich meine eben eine Frau. Ja. Was wollte die? Ja, was wollte die denn eigentlich? Ja, also ich habe die gefragt, ne? Ich habe gefragt, was wolltest du mit dem Dolche, sprich? Und da hat sie gesagt, Kartoffelschälen, das wollte ich, ja. Es war eine Küchenfrau. Was denn, und die lässt du laufen? Wo ich jetzt jede Hand brauche, wenn der Ungarn kommt, Mensch, soll ich denn immer alles alleine machen? Mensch? Na eben, Papa, wo wir morgen 70 werden, nicht? Mensch, halt du da raus, das ist doch mein Geburtstag. Ja, wo ist sie denn nun hin? Bitte wer? Die Kartoffelschälerin. Ach, die ist hier, da. Was? Da, raus. Hm. Aber schon vor 5 Minuten, mein Maxel. Mensch, also. Marlene. Ja, das hab ich gerade noch. Das hast du ganz wunderbar gemacht. Mama, ja, du bist hier. Ja. Mama. Ja, ich bin immer da, wo man mich nicht vermutet. Ja, und diesmal sogar für einen guten Zweck, meine Herr Hanna. Der Fußballtrainer, für den opfern wir uns alle dahin. Ja. Mama, du weißt das. Na, natürlich. Ich habe das Telegramm von Onkel Jenne gelesen. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Meine Hertha, ich begrüße dich im Bund der Eingeweihten. Ja. Da spiele ich mit. Ja. Und die Mädels werden sich riesig freuen. Ja, welche Mädels, Mama? Na, die Frauenmannschaft, für die Max Heinrich den Übungsleiter bestellt hat. Die Mama. Oh, meine Hertha. Mama. Meine Hertha, bitte nimm doch bitte erstmal Platz, ja, weißt du? Mama, komm, setz dich bitte mal. Ich habe hier rein zufällig, habe ich hier einen kleinen, uralten Magen, bitte. Ich glaube, der wird uns jetzt allen gut tun, ja. Meine Hertha, weißt du? Ja. Mama, ich fürchte so sehr wie heute, hast du dich selten geirrt. Prost. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr, Horst. Ich versuche es dir mal zu erklären. Also mal, Horst, ja. Lass mal, du hast ja einen Schlucken. Also pass mal auf, meine Hertha, die Sache ist die. Und der Umstand... Jetzt hat's geklopft. Herein. Sie entschuldigen die Störung, aber bitte sagen Sie mir, ist hier ein Schnaps? Ein Schnaps? Aber ja! Bitte kommen Sie doch näher, junger Mann. Ach, ich freue mich. Ich bin Nagy Andrasch von Budapest. Aus Budapest? Na, das ist aber eine Freude. Eigentlich hätte ich gewartet, ein älterer Kollege, weil... Ja? Oder sind Sie der Sohn? Ich? Ja, doch. Wissen Sie, ich arbeite mit meinem Vater sozusagen Hand in Hand. Momentan ist er nicht momentan. Hier, Baumann der Name. Und ich bin Frau Baumann. Ihre Frau? Ja, meine Frau. Meine Frau Mutter.
Sieht man überhaupt nicht. Danke, das ist ganz reizend. Und ich bin die liebe Marlene Kleinschmidt. Ich bin hier die Rezeption und sozusagen der gute Geist. Oh. So viele reizende Damen. Ja, das will ich meinen. Nehmen Sie doch Sardie. Übrigens, Name Baumann haben wir sehr oft gehört in letzter Zeit bei uns. Ah ja? Sicher von Onkel Jenne. Onkel Jenne? Ja. Ach, natürlich kenne ich. Das ist der Großonkel von meiner Nichte Schwager. Interessant. Na, jede dritte Familie bei uns hat Onkel Jenne. Also das finde ich ja ganz reizend. Sie werden erst ein bisschen ausspannen und dann kommt ja noch die große Überraschung, nicht? Ich hoffe, dass es für Sie eine gute Überraschung wird. Ja. Lieber Herr Neutsch, ich begrüße Sie auf dem Boden der Deutschen Demokratischen Republik. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Egge Schägere. Zum Wohl. Zum Wohl. Sehr zum Egge, Wohl. Prost. So. Und wenn Sie mir jetzt bitte folgen wollen, Sie bekommen von mir das Zimmer Nummer 3. Pardon. Ja, die Schlüssel, die scheinen alle zu stecken, nicht, Hertha? Danke sehr für den lieblichen Empfang. Und, lieber Herr Nordsch, sollten Sie noch irgendeinen geheimen Wunsch hegen? Ich stehe Ihnen mit ganzer Kraft bei Tag und Nacht zur Verfügung. Nach dem Motto, jeder bietet jedem Qualität. Danke, danke sehr. Ich muss mich erholen von der Reise. Ja. Wo ist Ihr Zimmer 3? Oh, wenn ich das jetzt wüsste. Gleich um die Ecke, die dritte Tür links. Gleich um die Ecke, die dritte danke, Tür. Danke, danke sehr. Kiste Hand, meine Damen. Ja. Der ist ja allerliebst, der Junge. Der hat so was Gewisses. Na, mir gibt er nichts. Das wäre auch ein ganz neuer Zug an dir. Aber sag mal, Horst, was meinen angeblichen Irrtum anbelangt, Herr Notch ist doch da. Ja, das schon, aber mir gibt er nichts. Meine gute Vater und mein lieber Horst, entschuldigt mal bitte und nehmt was mal nicht übel. Aber ich glaube, es ist jetzt besser, wenn wir uns erstmal hier mit der Struktur von dem Haus vertraut machen, ehe uns noch weitere unangenehme Überraschungen heimsuchen. Ja. Aber meine Herren, du wirst doch nicht. Also pass mal auf, ich will hier. Horste? Nanuna hier? Ach da, ja, ich weiß. Ja, aber ich bin ein Wirt am Schwanger. Tochter hätte man werden müssen. Ja. Nee. Also so weit von Hitzerei habe ich ja in meinem Leben noch nicht erlebt. Langsam bereut schon mein Abgang vor das Theater. Naja, trotzdem. Alles, was recht ist, Kerngehütte hier, wa? Also wirklich sehr hübsch geworden. Hm? Empfinden Sie nicht auch, Frau Baumann? Ja, doch, aber kein Mensch in unserem Empfang zu sehen. Das ist typisch. Ob der Ungar nur hier ist? Welcher Ungar? Das ihn erst von Kollegen Schraps und mir, den wir kostenmäßig unsere Betriebsleitung untergejubelt haben. Sollte in Auenthal 2 Tage Urlaub machen und dann mit uns und andere leitende Mitarbeiter in Berlin ein paar Konsumoperationsgespräche führen. Nur ist er aber nicht. Aber in Auenthal war er nicht, als wir heute früh dort eintrafen. Hier also flinke Hufe gemacht und nicht hierher. Irgendjemand hat ihn nämlich umgeleitet. Klingt ja aufregend. Außerdem vergibt der Mann in Budapest die Ferienplätze für den Raum Balaton. Mehr muss ich ja wohl nicht sagen. Sehr schlau, Herr Schraps, sehr schlau. Natürlich nicht für uns. Ja, natürlich nicht. Aber hier scheint Ihr Mann aus Ungarn ja nun auch nicht zu sein. Ja, hier scheint überhaupt keiner zu sein. Ich kontrolliere das. Nee, lassen Sie mal, Herr Schraps, das mache ich. Darauf bin ich geeicht. Das mache ich.
mache ich mit tiefen Prüfungen. Ja, warten Sie, ich komme mit, sehe mich gleich mal um ja. und finde dann vielleicht auch einen passenden Platz für meine Tochter. Aber sicher, geht es? Ja, ja. Ach, und Sie, Herr Schatz, Sie nehmen inzwischen den Schnaps und halten hier die Stellung. Klar? Wie Sie wünschen, Frau Zipfel. Oh, Frau Zipfel! Ja, Frau Zipfel! Ach du lieber Gott, nee, hier geht's lang, kommen Sie so! Oh, Moment, ich hier so! Oh, Frau Zipfel, danke! Marlene! Also, keine Spur von dir. Seit wann nennen Sie mich Marlene? Großer Baumann! Kollege Schraps? Was wollen Sie denn hier? Na, Sie stellen vielleicht Fragen. Glauben Sie, ich lasse Sie an Ihrem 70. Geburtstag allein? Das soll ich Ihnen glauben? Ja, also, Ihre Familie wird es Ihnen bestätigen. Meine Familie? Meine Frau ist sie? Nein, bisher nur Ihre reizende Frau Schwiegertochter. Ein Unglück kommt selten allein. Hallo! Hallo, Papa! Oh, freust du dich, dass ich auch da bin? Ja, und wie? Das könnte dir so passen, was deinen Geburtstag hier alleine feiert. Leider konnte ich Horst nicht mehr erreichen. Na, so ein Pech. Ja, nicht? Sehr hübsch, die Zimmer. In Nummer 1 und 2 steckten die Schlüssel. Und Nummer 3 war von innen verschlossen. Walli, unser Spürhund. Ja. Vielen Dank. Und wo ist Frau Zipfel geblieben? War denn Tante Paula so hier? Ja, also das war gleichfalls sehr komisch. Sie probierte in Zimmer 1 das Bett aus und fiel sofort in tiefen Schlaf. Ich habe sie noch ein paar Mal gerüttelt, aber sie wippte ja nur auf und ab, so wie eine Kompassnadel. Und schlief noch fester. Mensch, Paula steckt da ihre Nase überall rein. Ne? Nein, also diesmal begleitet sie mich als meine rechte Hand gewissermaßen. So. Und ja. schlummert jetzt in einem komfortablen Einbettzimmer. Herr Baumann, habe ich eine diskrete Nachricht für Sie? Herr Baumann! Ja, ich auch. Komm runter und lass den Quatsch, sowieso ja. Also nein, du bist auch da? Na weißt du, das hättest du mir auch früher sagen können. Walli, hast du mich gleich erkannt? Ja. Das sollte eine richtige Überraschung für dich werden. Na, da haben wir ja wieder einmal eines unserer üblichen und immer so gemütlichen Familientreffen. Das ist gut. Das wollte ich gerade vermeiden. Ja. Schade, dass Mama nicht dabei sein kann. Ja. Also ich freue mich ja nun, Sie gewissermaßen hier alle gesund und munter zu sehen. Bitte nun aber doch um eine operative Verteilung der Zimmer. Denn nur so können wir effektiv und kurz und gut, ich erwarte noch einen Gast. Ich denke, Sie sind wegen meines 70. hier. Ja, natürlich. Gewissermaßen halbamtlich. Gestatten Sie, dass ich mich zurückziehe. Oh. Mich schläfert stark. Ja, Sie. Es hat mich sehr gefreut. Guten Nacht. Moment mal, wo wollen Sie denn hin? Weil ich verteile hier die Zimmer, genau wie Sie befohlen haben. Ja, da bitte rasch. Ja, bitte. Ja, also hier, Walli Horst, ja, Zimmer Nummer 5 oben, doppel. Oben? Das heißt wieder Treppensteigen, Papa. Walli, darf ich ausnahmsweise die Koffer tragen? Ich bin zwar auch schrecklich müde, aber wenn ich sehe, wie man hier abgeschoben wird, na ja, gut, du darfst die Koffer tragen. Da freue ich mich. Wo schlafe ich? Zimmer Nummer 2 einzeln unten. Aha. Bitte. Zu gütig. Na. Links. Ja. Seit die Firma Schraps und Co. endgültig ausgeschaltet. Was denn? Der reizende Herr Schraps, der ist auch hier? Leider ja. Jetzt muss ich bloß noch rauskriegen, wer sich in Nummer 3 eingenistet hat. Das kann ich dir sagen, mein liebes Maxel. Und? Da wohnt dieser charmante Herr Nöpsch aus Budapest. Gott, der ist schon hier? Mensch, warum sagst du mir das denn nicht? Du hast mich ja nicht früher gefragt, Herr Maxel. Nee, warte mal, das läuft ganz prima. Bis morgen hat den Jungen fest im Griff und bin mit ihm auf dem Wege nach Berlin, während Schraps und Paula aus den Federn krauchen. Jetzt schließe ich die beiden ein. Und dann hole ich den Notch hierher. Hierher? So, ob ich diesen exquisiten Ungarn nachher noch einen kleinen Schlummertrunk bringe? Vielleicht ein Schöpfchen Whisky mit der kleinen Sprudel? Dina, essen nicht allein. Dina, ist allein.
Mein Gott, wer ist denn nur das schon wieder? Ist ja schlimmer als in einem richtigen Hotel. Guten Abend. Na, was wünschen wir denn? Na, was wir wünschen, das können Sie so doch sicherlich denken. Also ich denke überhaupt nichts, dazu bin ich viel zu lange hier. Aber doch, schöne Grüße von Onkel Jenny. Will ich für euch war, na? Ach so? Danke, danke gleichfalls. Ich bin Frau Neuch. Ach. Ja, Sie können aber ruhig Ilona zu mir sagen, Frau Baumann. Sie sind die Frau Neuch? Ja. Aber ich bin nicht die Frau Baumann. Ich bin die Rezeption, nur damit das mal klar ist. Na, wenn Sie hier die Rezeption sind, dürfen Sie natürlich nur Frau Neuch zu mir sagen. Oh, das kommt mir sehr entgegen. Ich bin auch nicht für vorschnelle Vertraulichkeiten. Übrigens, der Herr Gatte sind schon angereist. Aber bitte, wer ist angereist? Ihr Mann. Ich habe ihn selbst empfangen, derzeit machen wir uns in Zimmer 3 frisch. Soll das bitte schön ein schlechter Witz sein? Sie hören Sie mal, ich mache nie Witze. Und schon gar keine schlechten. Na bitte, wen haben wir denn da? Dämmert's jetzt? Also sowas, die vergisst ihren eigenen Mann. Was? Das soll mein Mann sein? Na. Wer hat Sie auf diese verrückte Idee gebracht? Also, Kitty, verreise le Telva, da bin ich ja so deine Kämschemmi vor der Ferien. Ich nenne mich Les Schocher. Was, Schocher? Ich verstehe mal Bahnhof. Also glaubst du denn sowas, mein Maxel, du, die vergisst doch ihren eigenen Mann, du? Also das müsste meine sein, du. Also meine liebe Frau Neuch, das hier ist der Herr Baumann. Und das da ist Ihr Mann, den Sie ja offensichtlich nicht wiedererkennen. Oder vielmehr wiedererkennen wollen, wie mich täuscht. Entschuldigen Sie bitte, Herr Baumann, das ist mir sehr unangenehm. Aber, und Sie, wollen mein Mann sein? Das kann ich nicht gleich sagen, ob ich will. Der hat wieder für den Kindermorgana fest, wo ich es Montag, wo ich nehm. Nehm. Nem, hát akkor miért van az az őrületes elcserélgetés? Miért jön ez? Miért gondolják ezek, hogy én is a maga felesége vagyok? Magát is nagynak hívják, vagy miért? Igen, igen, Nagy András. Te Jézus Mária, nagyon. Hát én is nagy vagyok. Nagy Ilona, itt van az ütlevelem, nézze meg. Nagy Ilona. Ja, este nem! Hát ez... Das ist ein kleiner Familienstreit. Der sie wieder eingerenkt hat. Gut, dass wir vertragen. Nichts vertragen, Herr Baumann. Morgen werde ich alles klären. Heute bin ich aber schrecklich müde. Sehr entzückend. Jetzt ist er auch noch müde. Darf ich bitte mal die Pässe? Ihr natürlich auch, bitte. Danke, Notch. Und noch einmal, Notch. Na bitte, ist ja alles in Ordnung. Ja, ich werde das für Sie ausfüllen und Sie können dann morgen früh unterschreiben. Da können Sie jetzt gleich schlafen gehen, ne? Zimmer 3, bitte dort. Aber dort schlafe ich? Ja, eben. Da dürfte ja das zweite Bett Ihrer Aufmerksamkeit nicht entgangen sein. Angenehme Ruhe. Das geht aber bitte nicht. Mondjon az Isten szerelmére valamit, hát magyarázza meg neki. Igen, wir können... Nicht in einem Zimmer unternachten, wirklich. Ja. Also, lieber Herr Notch, Ehepaare bei uns grundsätzlich im Doppelzimmer. Könnte ja sonst was passieren, wenn Ina alleine schläft. Na eben. Das muss so seine Erfahrung, nicht, Maxel? Aber wie oft soll ich bitte das sagen, es geht nicht? Mein Gott, das nimmt ja kein Ende. Also, meine liebe Frau Notch, Sie sind weiter nichts als ein bisschen übernächtigt. Stimmt. Ich bin Herr Notch. Sie ist Frau Notch. So ist es. Und wir können trotzdem nicht. Ach so? Jetzt fangen Sie auch noch an. Das war doch ja nicht abgesprochen, das Frau mitgebracht und... Was heißt hier Baumann, Frau mitgebracht? Ich bin nicht mitgebracht worden. Ich bin allein gekommen. Jetzt möchte ich nur schlafen und bitte schön auch allein. Ist das so schwer? Igen. Ja, 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 ja. So. Ja, na, also gib ihr hier Nummer 4, ne? Das ist Einzelzimmer, hier. Sehr schön. Also, muss ich sagen, Herr Baumann, Sie sind hier der einzige Kavalier. Oh. Schlüssel steckt da. Danke. Klutsch. Ja. Also, mein Lieber.
Maxe. Da ist aber jetzt hier die 3. Die ist jetzt unterbelegt, ne? Wir wollen da unsere Gäste nicht verärgern, ne? Also. Eine gute und kluge Lösung. Ja, so fummeln wir dann alles hin an Deutsch, ne? Aber nun mal irgendwie zur Sache, weil wir haben ja nur noch ein bisschen was zu besprechen, ne? Ach, das meinen Sie? Na, vielleicht morgen. Ich bin so müde von der Reise, muss ich mich erholen. Und dann will ich noch mit dem Herrn Schnaps sprechen. Er meint natürlich, wie er zuerst gesagt hat, Schraps. Schraps, ne? Natürlich. Ja, ja. Ist er hier? Ich will ihn sprechen. Der ist ja nicht hier. Aber ja, mein Max. Marlene, der ist nicht hier. Das heißt natürlich, ist er hier, aber den können Sie jetzt nicht sprechen. Der muss schlafen, ja. Und du gehst jetzt auch schlafen, Marlene, ja? Liebend gerne, mein Max. Die Frage ist ja nur, wohin, ne? Dann nimmst du Nummer 6, das ist ein Doppelzimmer, aber ist ja nur ideal. Und wir beide, lieber Herr Notch, wir müssen ja nun die Nummer 3 gemeinsam, verstehen Sie, doppel, wa? Nicht böse sein, aber ich hab nur den einen Zimmer. Wenn es sein muss. Ja. Aber nichts Dienstliches sprechen, ist das klar? Herr Notch, doch nicht Dienstliches, klar, wa? Bitte sehr, ja. Herr Notch, komm. Schnarchen Sie? Nein. Aber Ecke. Ich sehe schon, an Ihnen habe ich viel Freude. Also, mein Maxel. Ja? Mein Maxel, hör mal, das geht alles gar nicht. Ja, wieso denn nicht? Der wird doch von meinen Schnarchen nicht in Ohnmacht fallen. Das meine ich nicht. Ich meine die 6. Die ist schon belegt. Von wem? Von mir. Hertha. Hertha! Bist du das selbst oder ist das dein Geist? Davon kannst du dich auf der Stelle persönlich überzeugen. Ich erwarte dich in Zimmer Nummer 6. Mein Gott, wie der Ahnfrau. Entschuldige, mein Max, ich wollte dich jetzt wirklich nicht kränken. Ene Fahrer, welche Pfeife hat mir in Zimmer 1 eingerichtet? Zipfel, ich war's nicht. Das kann ich Ihnen sogar beschwören. Also wie Sie hierher kommen und was Sie hier wollen, das können Sie mir morgen früh weiterschwören. Alleine Ihr Anblick, der lässt mir das Schlimmste hoffen. Tante Paula, sag mal, seit wann kannst du denn durch verschlossene Türen laufen? Nicht durch verschlossene Türen, sondern durch geöffnete Fenster. Ach, besonders im Parterre. Also. Max! Also du warst das, der versucht hat, mir von der Öffentlichkeit auszuschließen. Ja, nein. Max. Nein, ich muss Hertha ein Gutnachtküsschen geben. Jetzt. Ja, aber Moment mal, vorher sagst du mir noch, wohin bette ich mein müdes Haupt? Nimm da das zweite Bett bei unserem Fußballer. Meinst du das wirklich? Na Gott, ja. Wo er nicht mal schnarcht. Außerdem, ich war schon als Kind in einem gemischten Camping, ne? Also, meine liebe Frau Zipfel, gute Nacht. Halt! Das könnte ihm so passen. Von wegen Elfmeterschießen im Doppelbette. Bei mir. Na also, Moment mal, Sie haben ja bloß ja, eine Einzelkombüse gewesen. Ja, wir betten auf und bleiben moralisch. Ja, bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo ist denn hier der Herr Baumann? Zurzeit ja. Dann darf ich Ihnen dieses kleine Sträußchen überreichen.
Oh, das ist aber nett. Hier, vielen Dank. Danke ebenfalls. Wiedersehen. Ach, vom Direktor. Das ist aber aufmerksam. Oh, Mama, du bist noch allein? Ja. Als Max mir gestern Abend alles gebeichtet hat, bekam er fürchterliche Kopfschmerzen. Da habe ich ihm erst mal eine Schlaftablette gegeben, damit er mir hier nicht morgens im Weg herumsteht. Ja, sehr gut. Horst ist schon seit 5:30 unterwegs. Ach, weißt du, was er neuerdings nimmt? Turigerol. Gegen Abnutzungs- und Alterserscheinungen soll man täglich 2 Kapseln nehmen. Horst? Horst nimmt 5. Na, da geht er ja fröhlichen Zeiten entgegen. Das machen? Ha! Oh! Ich habe es ja gar nicht gemerkt. Hey, guten Morgen. Guten Morgen. Sie glauben ja gar nicht, wie ich mich freue, endlich unseren berühmten ungarischen Gast kennenzulernen. Das ist meine Schwiegertochter. Ich freue mich auch, aber berühmt bin ich nicht. Oh, ich weiß, ich weiß. Es soll eine Überraschung werden. Vielleicht. Aber zuerst will ich mein Läufchen machen am Strand. Oh, haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich anschließe? Ich laufe nämlich auch für mein Leben gern am Strand entlang. Natürlich nicht. Wie sagt man bei Ihnen? Macht mit, bleibt fit. Herrlich. Übernimm dich nicht, Walli. War das eine Nacht? Ich hab ja kein Auge zugemacht. Mein armer Kopf, jeder Schritt, der bummert mir ja im Gehirn. Nein, also diese Frau Zipfel, das ist ja das reinste Sägewerk. Jetzt blockiert sie mir auch noch einen Spiegel. Oh Gott, hier liegen ja Tabletten, das ist meine Rettung. Ich werde gleich 2 nehmen. Ja. Kann ich den Dingen wieder gefasster ins Auge blicken? Und jetzt werde ich erst mal einen Menschen aus mir machen. Oh. Ach, ist mir übel. Mir ist ja so weit von übel. Was denn? Ihnen ist es schlecht? Kann ich mich nur still und verbissen wundern. Wohl vom Schnarchen, was? Sie haben ja ganze Wälder umgeholzt. Eichwinkel? Sag mal, bei Ihnen piept es wohl. Oder wollen Sie mir mal erklären, wie Ihnen Mensch schnarchen soll, wenn Sie die ganze Nacht pfeifen mit euch? Also meine stillen Pfiffe, das war der reinste Notwehr im Affekt. Wissen Sie, von Ihrer Schnarcherei, da habe ich sogar Migräne bekommen. Ich musste sogar schon Tabletten nehmen. So, na, da sind Sie besser dran als ich. Ich habe nämlich keine bei. Aber das liegt bloß an die dämliche Torte. Die ist mit Margarine gemacht worden. Darauf können Sie Gift nehmen. Sagen Sie mal, was denn für eine Torte? Mit die im Kühlschrank stand. Durch ihr Gezische, da konnte ich ja die Nacht kein Ohre zumachen. Dann habe ich solchen Knast gekriegt, dass ich sie in meine Not habe
hat sie angeschnitten. Und jetzt ist mir übel. So was von übel. Dürf ich mir hier eine von Ihren Pillen nehmen? Natürlich, nehmen Sie ruhig, das sind nicht meine. Außerdem sind die gegen Kopfschmerzen. Ach, das macht nichts, was tut für den Kopf ist und gut für den Magen. Das nehme ich nämlich immer hingefangen. Dankeschön. Bitte schön, gern geschehen. Also wissen Sie, mir hat schon ganz fabelhaft geholfen. Ehrlich, mir ist richtig ein bisschen leicht ist mir so. Allerdings bin ich noch ein kleines bisschen müde. Aber das ist ja kein Wunder nach der Nacht, ne? Was soll ich denn da sagen? Jedenfalls muss die Bettenordnung heute geändert werden. Vielleicht zieht auf zu den schicken Ungarn, bei denen Sie so schwärmen. Das könnte Ihnen so passen, was? Wasser predigen und heimlich Wein trinken. Nee, das kommt nicht in Frage. Also ehrlich, wenn ich nicht so müde wäre, ich würde Ihnen noch ganz was anderes sagen. Ein Glück für Sie. Wie bitte was? Ich werde Sie nicht mehr sagen. Vielleicht wüsste ich nämlich auch noch lange. Das fängt bei mir auch schon an. Naja, ist ja auch kein Wunder, wenn man eine lebende Trillerpfeife ist. Haus Hertha? Ach, Sie sind dran. Also ehrlich, Sie sind richtig kleiner, niedlicher Ulchertrops. Ehrlich, man kann Ihnen gar nicht so böse sein, wie man eigentlich möchte. Trotz Ihrer großen Klappen. Oh, kann das Leben manchmal schön sein. Das gibt's doch nicht. Jetzt pennt die hier im Sitzen ein. Na, sowas. Also, kann man nicht helfen. Okay. Steck das an. Sie haben eigentlich ganz recht mit der Torte. Hm? Die war mit Margarine gemacht. Und den Klar steckt alles. Ich hab mal nämlich auch ein Stückel geleistet. No. Wenn das mein Vater erfährt, ist was los. Na, wir müssen ihm nicht alles gleich sagen. Einfach nach und nach. Nach und nach, das ist gut. Ja. Wissen Sie, Frau Ivona, nach und nach, das ist sehr gut. Das ist ein Komplott. Wir machen einfach ein kleines Komplott. Guten Morgen. Guten Morgen, die Damen. Gut geschlafen? Hat eine fürchterliche Nacht. Und Frau Zipfel muss noch ein kleines Nickerchen machen. Ja, wollen Sie denn Ihr Nickerchen nicht lieber auf dem Zimmer machen? Also,
Lustig, die beiden. Ist das nicht Frau Kleinschmidt und die... Tante Paula, ja. Das ist die Dame, von der ich Ihnen heute in der Birkenlichtung erzählt habe. Gerade als sie sich den großen Fliegenpilz betrachtet habe. Frau Ilona, mit Ihnen könnte ich den ganzen Tag... Fliegenpilze zählen. Horst, dann müssen Sie Ihre Tempo noch stark verbessern, nicht wahr? Ja, das mache ich. Heute bin ich ja gelaufen wie eine, wie heißt dieses Tier, na? Na, Gazelle. Gazelle? Wie eine Schnecke. Zur Schnecke haben Sie mich gemacht mit Ihrem Tempo. Ja? Oh, das tut mir leid. Ja, na, macht nichts, Horst. Jetzt ziehe ich mich um und dann möchte ich einen schönen, starken Kaffee. Oh ja, ich kümmere mich sofort darum. Ach, das ist eine Frau. Wie könnte ich nicht nur mein Tempo steigern und den ganzen Tag Kaffee kochen? Ja. Dann vergiss aber nicht vorher, Turigerol zu nehmen, weißt du? Mama, woher weißt du das? Ich meine, woher weißt du, dass ich... Mama, weißt du, wie ich mich heute fühle? Ich war im Wald. Jetzt bin ich sowas von elastisch. Mama, solche Sprünge könnte ich jetzt... Mama, hilf mal hoch. Es ist wirklich schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ja. Der alte Wolf wird langsam grau. Ja, aber er reißt seine Beute immer noch. Ach, Junge. Das ist Was ist denn hier los? Hallo, meine Damen. Hallo. Herr Schraps. Kommen Sie rein, die Tür ist doch auf. Tante Paula, aufwachen! Nur ein Viertelstündchen. Wie ist denn so etwas möglich? Ach du meine Güte, die Schlaftabletten. Max hatte eine. Naja, zum Glück fehlen nicht viele. Verlange es unverzüglich, meine Tür geöffnet wird. Was noch? Hallo! Moment, hallo. Bitte. Ich bin ja schon da. Herr, ich hab verpennt. Mensch, wo steht denn die Frau? Ich muss doch den Ungarn abschirmen, wenn der Schraps da... Wer will hier etwas von mir? Und vor allem, wer hat mich in meinem Zimmer eingeschlossen? Das war bestimmt nur ein Versehen, Herr Schraps. Sicher, ich hab ja gar nicht gewusst, dass überhaupt Schlösser an Türen sind. Na, Sie gucken schon so. Ja, aber gut, ich will es Ihnen mal glauben. Übrigens, Glückwunsch, Kollege Baumann, der offizielle Teil folgt später. Ja. Auch von mir alles Liebe, mein Mäxchen. Ja, liebes Mäxchen, entschuldigen Sie, lieber Kollege Baumann, ich wüsste nun aber wirklich gerne, wo sich unser ungarischer Gast aufhält. Ja, der ist mit Walli am Strand. Ach, auf Walli ist Verlass. Ja, aber wir müssen uns erstmal hier um die beiden kümmern. Marlene und Tante Paula haben anscheinend Schlaftabletten genommen. Na, aus Versehen bestimmt. Da muss sofort ein Rettungswagen her. Na, und da wird mit Tatütata der Magen ausgepumpt. Radikal. Ich leite das sofort ein. Aber eins, nein, eins, das fünf. Ist doch nicht nötig. Sie haben ja jede höchstens zwei genommen. Ach, na, zwei, Mensch, lass doch weiter pennen. Aber doch nicht vor unseren ausländischen Gästen. Wie stehen wir denn da? Nein, bei uns pennt keiner. Sind Sie sicher? Wir müssen die beiden ins Bett bringen. Ja, ja, unbedingt. Packen Sie mit an. Ja, ich übernehme Frau Zipfel. Ja, weil sie kleiner ist. Dafür aber dicker. Aber meine Herren, schließlich sind die Damen ja anwesend, über die Sie sprechen. Die können wir ja nicht hören. Die Englein singen. Sehen Sie, so habe ich immer das Gute im Auge. Aber nur in einem, denn mit dem anderen beobachte ich fortwährend das weniger Gute. Gewissermaßen. Oh, Herr Notch. Der nächste Tanz gehört Ihnen. Hertha. Das ist ja
ja wieder ein Tag heute. Wie immer bei Baumanns. Ach, Mario, Junge, sag, Oma, das ist aber eine Überraschung, da wird sich Max aber freuen. Das möchte wohl sein, wa? Ja. Ich werde Ihnen nämlich was ganz Besonderes auf den Geburtstagstisch legen. Ja, was willst du mir auf den Geburtstagstisch legen? Wer hat dir überhaupt erlaubt, hier Max einfach nachzureisen, wa? Selber halt mit der Ab, du Ausreißer, du. Einfach abzuhauen ohne ein Wort. Dafür kriegst du dein Geburtstagsgeschenk auch heute noch nicht. Ist nämlich noch nicht fertig. Was ist denn das für ein Geschenk? Na ja, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall was Kleines. Ach, Mario, wirklich? Monika weiß es seit gestern 100%. Ah, da freue ich mich, aber Junge. Ich muss mal setzen. Reg dich nicht auf, Max, oder hast du 7 Monate Zeit? Ach nein, ist doch nicht deswegen. Weil ich musste wohl vorhin die dicke Marlene schleppen und da ist er. Max? Naja, immer muss das ja raus, wa? Ich meine, die Blumen und die Geschenke, ist ja sehr schön, wa? Aber die Monika nun ihrem Baby, also, das ist ja das schönste Geschenk, wa? Ich weiß nicht, ob man das so kapiert, wenn sich so ein oller Mann noch so ein kleines Wesen freut, was noch ja nie geboren ist. Was allerdings nicht Baumann, sondern Krüger heißt. Ne? Naja, du bist ja noch schon mal Junge. 17 Jahre hat er, das ist eben kein Pappenstiel. Ne? Wenn man manchmal so tut, ja. Ja, aber da riecht man sich eben schneller auf, als einem lieb ist. Ne? Ja, wisst, was ich damit meinen will. Wenn ich eine versteht, Maxe, dann bin ich das. Was ich dir alles zu verdanken habe, dir und deiner Hertha. Mensch, du aller Blubberkopf, denkst du nicht, vergesst das? Du, Mensch, hör auf, ich werde doch sentimental. Wir werden das so schlimm? Nee! Aber wir dürfen uns diesmal keinen Durchhänger leisten. Moment mal, wenn die Monika nun das Baby kriegt, ne? Dann kann sie ja nicht mehr Fußball spielen, ne? Maxe, du bist unverbesserlich. Ich hab schon mit ihr gesprochen, war ab nächste Woche übernehme ich wieder deine Männer. Hertha, siehste, ein echter Baumann. Ja, auch wenn er Krüger heißt. So, und jetzt lässt Maxe die Ballon steigen. Pass mal auf, jetzt könnt ihr was lernen bei ihr. Kollege Schratze, komm mal her. Ja, ich bin ja schon da. Die beiden Damen habe ich weich gebettet. Tag, Mario. Ja. Ist Herr Notch inzwischen gekommen? Na. Nee, der ist nicht gekommen. Und wenn er kommt, dann können sich die Mädels an den Hut stecken. Mit Janierung, ja. Bitte? Komm mal mit, Oma Hertha. Ich muss dir noch was sagen. Ja, ich verstehe Sie nicht, Herr Baumann. Mensch, tun soll ich so scheinheilig. Sie wollten doch den Ungarn kidnappen, ne? Aber das brauchen Sie nicht, ich gebe Ihnen, ich habe einen besseren Mann. Ja, aber ich bitte Sie, Herr Notch hat doch mit Fußball nicht das Geringste zu tun, gewissermaßen. Ach, warum ist er da, gewissermaßen? Ja, das erfahren Sie, wenn er nicht nur da, sondern auch hier ist, gewissermaßen. Und dann bitte ich Sie sogar an diesem Gespräch. Meine armen kleinen Füßchen. Wissen Sie, Sie haben ja auch ein Tempo drauf. Oh, oh, oh. Moment. Ja. Oh, oh. Wie auf Reißnägeln. Oh. Ich bin untröstlich. Soll ich Sie im Zimmer tragen? Oh nein, danke. Ich möchte nicht, dass die anderen mich in dieser desolaten Verfassung sehen. Zu spät, wir haben es bereits gesehen. Hallo, Papa. Guten Morgen, Herr Strax. Guten Morgen. Darf ich euch mit unserem ungarischen Gast bekannt machen? Danke, wir kennen uns bereits. Freut mich, Herr Notch. Wie war die Reise? Was machen Frauen, Kinderchen? Danke, gut. Die Frau können Sie selber fragen, die ist nämlich hier. Ach, wirklich? Nein, natürlich nicht. Ich habe das Gefühl, er sieht keiner richtig durch. Darf ich mal? Also, die Frau Notch, die ihr gestern Abend gesehen habt, ist gar nicht die Frau Notch, die zu Herrn Notch gehört. So einfach ist das. Ja, also nun verstehe ich überhaupt nicht mehr. Also für mich ist die Sache völlig klar. Für mich auch. Siehst du, Papa? Und jetzt alles
alles Liebe zu deinem 70. Geburtstag. Der große Blumenstrauß dort, der ist von mir und Horst. Und später gibt's dann noch eine Überraschung. Komm hier. Auch ich wünsche herzliche Gratulation. Mein Geschenk bekommen Sie von Herrn Schraps. Es ist eine Reise. Ach nein, jetzt haben Sie mir aber alles verdorben, gewissermaßen. Das wollte ich doch selber sagen. Und darum sind Sie hier? Nicht nur darum. Nein, auch weil... Ah, ehe wieder Missverständnisse aufkommen, darf ich mal. Ja, also, euer Betrieb hat den Vorschlag gemacht, dass nicht mehr jede der beiden Transportfirmen... Berlin-Budapest. ...deren Vertreter Herr Notch ist, also dass nicht mehr beide die gesamte Tour mit LKWs und großem Aufwand fahren, sondern... nur noch bis zum jeweiligen Güterbahnhof. Ja, dann verladen wir die Container auf die Bahn. Holen Sie mit Auto in Berlin oder Budapest wieder mit dem Auto ab. Oh, prima Idee. Könnte von Maxe sein, ne? Ist sie ja auch, teilweise wenigstens. Sie haben doch damals denselben Vorschlag für den Inlandsverkehr gemacht. Na ja, aber ob das nur international... Das wollen wir morgen in Berlin überprüfen. Ja, Ihre Reise war gewissermaßen nur ein Abfallprodukt. Was ist denn das für eine Reise? Ja, sind Sie mit dem Vorschlag überhaupt einverstanden? Voll und ganz. Gut, dass Sie mir das Haus hier am Mosse gezeigt haben. Würden die Kollegen vielleicht mir mal aufklären? Ja, also aber selbstverständlich, ja. Lieber Kollege Baumann. Ja, im Juli haben wir die Freude, eine ungarische Familie hier in unserem schönen Haus Hertha begrüßen zu dürfen. Und ich soll die betreuen? Nein, ganz falsch. Sie reisen dafür mit Ihrer lieben Frau im Austausch in das Ferienheim unseres ungarischen Partnerbetriebes nach Balaton-Firenze. Genau. Aber vorher sind Sie 2 Tage Gast in unsere schöne Budapest. Ja, Mama, ist das eine Überraschung? Oh, Kindermensch, klar, Hertha und ich, Mensch, nach Ungarn, Mensch, das ist ja richtig der Knüller, Mensch, Igel. Meine Initiative gewissermaßen, in aller Bescheidenheit, natürlich. Sag mal, aber ich hab... Eine Frage hätte ich auch. Ja, was denn noch? Naja, wo ist denn nun, der Übungsleiter, die mir der Jenny avisiert hat? Was? Hier, das bin ich. Sie? Da gibt's da ja. Doch, pass mal auf. Darf ich euch mal vorstellen? Hier, das ist Frau Doktor Ilona Notch. Und wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich ein bisschen Ihrer Mannschaft das Laufen beibringen. Ja, aber eine Frau als Fußballtrainer soll das ein Witz sein? Wieso denn ein Witz, Herr Baumann? Was trauen Sie überhaupt uns Frauen zu? Nur Schlechtes? Aha. Nein, nein. Bisschen Kochen, Putzen und Friseuse. Ich habe die Mannschaft Sekeshvahir war Videoton trainiert. Und alle standen vor mir stramm, nämlich weil sie Disziplin hatten. So ist es. Und gleich wollen wir mal ausprobieren. Also, stellen Sie sich mal auf. Kommen Sie auf, machen Sie mit. Also, 5 winzige kleine Kniebeugen. Und 1, und 2, und 3, und 4, und 5, und... Na, setzen. Also. Boss, hier bleibt die Luft weg. Papa, was soll ich erst sagen? Ich habe das ganze Wald schon hinter mir. Na, selber machen und nicht nur auf dem Sportplatz oder vor dem Television rumbrüllen, wobei noch ein Bier trinken. Und rauchen. So ist es. Donnerwetter, Sie gehen aber ran. Also Vorschlag zur Güte, Sie kriegen Mario wieder und Frau Dr. Notch übernimmt meine 11. Nee, kommt nicht in die Tüte hier, die Frau Ilona, die wird hier mein Maskottchen. Sie haben mir überzeugt. Mario! Das haben Sie ausgezeichnet. Kompliment. Danke, das freut mich. Was ist denn los, Max? Junge, du kannst bei den Motorelfen bleiben. Ich nehme hier Frau Dr. Ilona. Küsschen. Oh, er springt über seinen eigenen Schatten. Ach, na, so wie Sie gebaut sind, Sie haben doch in 2 Wochen, haben Sie doch meine Männer hier in die Oberliga katapultiert. Na, das ist ja alles bestens. Ein wirklich effektives Wochenende, gewissermaßen. Also kann die Feier steigen. Aber immer. Oh, Hallöchen. Wir wollten bloß noch mal aufklären. Ja, aber das ist ja meine Überraschung. Nein, unsere. Papa, ja. Das ist unsere Geburtstagstorte.
rein. Oh, jetzt. Fußball. Ja, 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 ja. Hallo. Ja. Ob beim Feste feiern, Fußball oder Skat. Maxe Baumann hat für alles einen Rat. Schaukelt manchmal auch im Sturm sein Lebensschiff. Kriegt er schnell das Ruder wieder in den Griff. Nie verliert er den Humor. Schießt gezielt so manches Tor. Darum singen wir ihm heute dies Liedchen vor. Am Ball. Zu jeder Zeit, was immer kommt, in jedem Fall. Max aus Berlin, das ist ein echter Speer, den er